Sie sehen aus wie schwere Geländekisten, beschleunigen aber wie echte Sportwagen. Power-SUVs. Auf die Plätze. Fertig. Welche Ausgeburt der automobilen Unvernunft ist der König der SUVs? Grip macht mit Wuchtbrummen jenseits der 500 PS den Härtetest. In verschiedenen Disziplinen zeigt Grip die Stärken und die Schwächen. Da kann das Ding wirklich fahren wie ein reiner Sportwagen. Über 1600 PS im Wettkampf der Dampfhammer. So, heute gibt's Grip-Ski-Ausflug. Wir fahren schön in die Berge mit den Jungs. Aber bei Grip kann es natürlich nicht nur ums Skifahren gehen, sondern es geht natürlich vor allen Dingen um die Autos. Und mit welchem Auto kann man besser in die Berge fahren als mit dem Porsche Cayenne Turbo S mit 550 Pferdchen? Das Teil ist groß, schnell, stark und auch im Schnee ist das eine Wucht. Ich bin echt mal gespannt, mit was die anderen Freunde dagegen anstinken wollen. Helge, Range Rover Sport, XXM, der Niki. Servus. Hi, schön, dass du das einrichten konntest. Ja, servus, Matthias. Bock auf Wintersport, Männer? Na? Servus, Helge. Du alter Flachland-Tiroler. Was soll denn das mit Wintersport bei dir? Ja, du, zieh ich mal an. Wintersport hat ja was mit Stil zu tun, oder? Nee, Wintersport ist Bayern. Hier, V8, 5 PS mehr als wie deiner. Hier geht was. 5 PS hat er mehr? Ja, genau. Das macht er hier alles mit Technik wieder wett, Niki. Ja, ich glaube nicht ganz. Ich bin ja froh, dass ich über 500 habe, aber das ist ja wohl der Geländewagen. Ja gut, wenn ein bisschen über 500, musst du gleich mal losfahren, weil wir holen dir locker wieder ein. Ach komm. Auf geht's. Abfahrt in Richtung österreichische Alpen. Der Wettstreit der Power-SUVs startet auf der bayerischen Autobahn. Jeder unserer drei Testfahrer ist siegessicher und absolut überzeugt von seinem Auto. An Porsche kommt einfach keiner ran. Ja? Dieses Auto ist der leichteste, er ist der effizienteste, der sparsamste, er ist der schnellste. Was wollen die Jungs eigentlich? Wieso lassen die sich auf so eine Challenge ein? Hallo. Tag. Ja. Sollen wir ein kleines Rennen machen mit deinem Golf? Ja. Auch Niki im X6M sieht sich schon als Gewinner. Für mich ist persönlich wirklich der X6M mit dem Motor vom M5, den wo ich ja kenne, ist wirklich für mich der absolute Hammer. Der Matthias mit seinem Porsche hat zwar 5 PS weniger, aber dafür Drehmoment, der Druck. Und da liegt da vorne 750 zu 680. Also da muss ich wirklich ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, das reißen wir fahrerisch dann raus. Das bleibt abzuwarten. Helge hat ja auch noch ein kleines Wörtchen mitzureden. Es ist natürlich kein Zufall, dass ich mir den Range Rover ausgesucht habe und nicht den Porsche oder den BMW. Er hat am meisten Hubraum. 5 Liter. Also ich weiß gar nicht, was die anderen beiden da noch irgendwie gegen anstinken wollen. Die Daten der drei Dickschiffe. Unter der Haube des Porsche Cayenne Turbo S arbeitet ein V8 mit 550 PS und Biturbo. Stolzer Grundpreis? Gut 150.000 Euro. Der BMW X6M kostet gut 36.000 Euro weniger in der Basis. Sein V8 leistet 555 PS. Der Range Rover Sport Supercharged ist mit 88.300 Euro Grundpreis der günstigste im Trio. Sein V8-Aggregat bringt es auf 510 PS und 225 km/h Höchstgeschwindigkeit. Wer wird sich die Krone der Power-SUVs holen? Test 1, Durchzugsstärke. Auf die Plätze. Fertig. Also Helge, keine Chance. Er bleibt zwar doch ordentlich dran, ne? Aber der Niki, der klebt mir am Arsch, dass alles zu spät ist. Niki kann ich nicht abschütteln. Okay, Niki, also ich gebe zu, du bist genauso schnell. Ja, es sind Nuancen, vielleicht Unterschied, Nuancen, aber was auch nicht, Helge, gibst du wirklich Gas? Ein Gentleman gleitet über die Autobahn und rast nicht wie so ein Halbstarker im Opel Ascona B. Oder weiß ein Gentleman vielleicht einfach auch, wann er keine Chance hat? Egal, die Punkte auf der Autobahn gehen an Porsche und BMW. Für den folgenden Test kommt es ausnahmsweise mal nicht auf Hubraum,
sondern auf Stauraum an. So, jetzt gucken wir mal, wer den größten hat. Kofferraum meine ich natürlich. Helge, alles bei dir rein oder was? Alles rein. Gut, als allererstes mal ein Snowboard hätte ich da im Angebot. So groß wie der Range Rover Sport wirkt, sollte er doch mit dem Gepäck der drei Jungs kein Problem haben. Oder? So, Helge, alles drin? Ja, locker. Naja, locker ist relativ. Aber Matthias' Ehrgeiz ist geweckt. Damit auch in den Cayenne alles reinpasst, geht er strategisch vor. Schön aufschichten, nicht nur reinstopfen. Chicke Bam, puh, voll alles drin. Sah kleiner aus, als es ist. Wenn man das halt gut anstellt, ne? Okay. Die menschliche Komponente darf man, die menschliche Komponente darf man auch nicht unterschätzen. Ja, sieht ordentlich aus. Niki hat es mit dem leicht abfallenden Heck seines SUV-Coupés am schwersten. Ob er in den Kofferraum des X6M alles hineinbekommt? Dieses scheiß Snowboard. Ich meine, schau, vielleicht geht das da drunter irgendwo als Diffusor. Dachgepäckträger. Auch nicht richtig. Auf dem Dach. Diffusor am Unterboden, vielleicht oder? Vielleicht so als Spoiler oder geht sowas? Geht das denn so überhaupt zu du jetzt? Du hast nur eine Variante, ne? Einen Sitz umklappen, dann kannst du aber nur drei mitnehmen. Wir sind ja nur zu dritt, zähl doch mal durch. Was wird jetzt so wieder aufgemacht? Wer irgendwann hat da aufgemacht. Ja, ja, also noch ein bisschen quetschen. Et voilà. Ich würde mal ein Ranking aufstellen. Ich glaube, in den Range ging es am einfachsten rein. Ja. Porsche hat gerade noch so alles reingepasst. Und hier in dem SUV-Coupé bleibt das nochmal zu Hause. Das nimmst du wieder selber mit. Ja, ist ja kein Problem, ne? Fahren wir weiter? Ja. Weiter geht's. Das Ziel unserer drei Testfahrer, die Postalmstraße. Eine private Bergstrecke oberhalb des österreichischen Wolfgangsees. Ja, Jungs, wer Skifahren will, ne, der muss auch erstmal einen Berg hochfahren. Das müssen die Autos natürlich möglichst schnell bewerkstelligen, oder? Schneller als ein Lift. Ja, dann würde ich sagen, wir machen ein Rennen. Ja, wir fahren es aus. Ja. Natürlich fahren wir es aus. Und bei der geilen Strecke, von der Vergleichbarkeit her, soll es doch nur einer machen und das bin ich. Nee, ich fahre. Garantiert nicht. Ihr könnt auch mal bei mir mitfahren. Nee, das mach schon ich. Ich fahre. Komm, wir losen. Okay. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Jo. Wer will denn die Glücksfee machen? Komm, gib her. Ich ziehe mich dann mal selber, Niki, ne? Ja, dann. Ich bin's. So, Niki, mal gucken, ob du vorne oder hinten sitzen willst. Oh, nee. Jetzt muss ich bei dem Achterbahnbremser mitfahren. Ja, das halte ich doch überhaupt nicht durch. Oh. Na, super. Yes. Also, okay. Sind wir fertig. Also erst mein Auto? Jo, rein. Abfahrt. Die Postalmstraße im Detail. 4 Kilometer lang, teils nass, teils vereist, mit 5 Serpentinen. Für unsere Challenge wurde die Strecke komplett abgesperrt. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass der Niki fährt, weil es wirklich eine Vergleichbarkeit herstellt. Wir werden erleben, dass der Niki mit allen Autos gleich schnell da hochfährt, wenn er ehrlich ist. Der Niki ist ja auch gerne jemand, der dann mal ein bisschen bescheißt. Also ich hoffe nicht, dass er... was machst du denn für Zeichen, Niki? Ich hoffe nicht, dass der Niki das Gas lupft und mit dem Porsche mal einen Tacken langsamer durch die zweite, dritte, vierte Kehre fährt. Aber ich werde es ganz genau beobachten, schaue, was er am Gaspedal macht und dann schauen wir, dass es fair wird. Mal sehen, wie sich der Range Rover Sport in der Hand eines Rallye-Profis machen wird. Vom Sound her ist es der beste. Das ist schon wirklich geil. Niki stellt Fahrwerk und Schaltung auf Sport und deaktiviert das ESP. 3, 2, 1, Feuer. Boah, also der Druck. Boah, Niki, bitte bremst, bitte. Ach, Scheiße, fehlt da gar nichts. Aber er schwimmt so ein bisschen an den Reifen rum. Ach, hier schwimmt gar nichts. Das Gefühl ist schon so heftig, du sitzt hier 2 Meter über dem Boden und da geht's 100 Meter runter. Da geht's und der Niki fährt hier wie ein Berserker hoch. Ja. Eine Härteprüfung für den Range Rover Sport, aber auch für die Mägen von Matthias und Helge. Kurz ausgeschaltet hier. Jetzt ESP eingegriffen? Ja, das ist mal nicht so. Wenn wir wirklich Kehre, so viel Hotehüs haben, dann müsste es ja wirklich... Matthias, du bist ja ganz nervös. Ja, ich bin das nicht gewohnt, hier auf dem Beifahrersitz. Also ich bin es schon gewohnt, dass der Beifahrer neben mir redet, aber der sagt nur, wo es längs geht. Mit bis zu 130 km/h schießt Niki die enge Straße nach oben. Aber jetzt mal ehrlich, also das Auto macht das auch so wie reden mit ihm am Steuer, Matthias, oder was? Also ich muss schon sagen, ich bin überrascht, wie der hier hochtigert und vor allen Dingen auch, wie die Straßenlage ist. Also ich meine, der wankt fast gar nicht. Nee, keine Seitenlage, Junge, das ist echt. Alter Schwede. Oh, Niki.
Jetzt nimmt er sogar hier die Schotterpassagen mit im Rand. Er nimmt ganz leicht hier die Leistung weg. Der Weiderost versetzt er voll. Also wenn der Niki solche Geräusche von sich gibt, ne? Dann ist Alarmstufe rot. So, wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Und ja. Ja, das fühlte sich gut an. Was haben wir auf der Uhr? 2:45:00. Also ich weiß ja nicht, ob sich das bei mir auf dem Beifahrersitz auch so anfühlt. Aber bei dem gaskranken Schelle da, unfassbar, fühlt sich das ultra krass an. Ja. Also das Auto knasert. Das Auto hat das souverän gemeistert. Leider hat er ja die Leistung weggenommen. Genau. Also das könnte vielleicht schon was gekostet haben. Aber was ich unglaublich finde, ist, wie der nicht gewankt hat. Ja. Ich dachte, das Ding schwimmt so rum. Nicht. Gar nichts. Gerade wenn man einen Umweg macht, wenn man so ein bisschen leicht so ganz ein bisschen neben der Straße mehr fährt, dann bleibt er auch noch stabil. Also das war nicht schlecht. Was nehmen wir als nächstes? Porsche. Ich glaube, dass der Porsche gewinnen wird, weil er der Fahrdynamiker ist in dem Trio. Er hat zwar 5 PS weniger als der BMW, aber ich glaube trotzdem, dass er das machen wird, weil der Allrad ist so sportlich ausgelegt, der ist sehr hecklastig. Das wird aus den Ecken rausgedrückt, das Auto, dass alles zu spät ist. Also ich glaube, der Porsche macht das Rennen. Mal sehen, ob sich Matthias da nicht verrechnet hat. Vor dem Start stellt Niki auch den Porsche scharf. Hau mal rein. 3, 2, 1, go! Boah. Oh mein Gott, sind sogar die Hinterräder durchgegangen. Oh mein Gott. Wow, da drückt er dich raus. Jawohl. Also ich sag, wir sind 10 Sekunden schneller mit dem hier als im Range. Das ist der Wahnsinn. Also ich glaube, es war auch schon fast. Alles klar da hinten. Alter, von hier hinten sieht das sowas von pervers aus. Das ist so krass. Die Bäume fliegen vorbei, die Felsen fliegen vorbei, der Schnee fliegt vorbei. Also man merkt, Niki, dass da echt mehr Dampf hinter steckt. Und Niki bleibt am Gas. Jawohl, Niki, Feuer. Das gibt's ja gar nicht. Also das Ding gibt's ja gar nicht. Ich hab's euch gesagt, Jungs. Ich glaube, ich muss meine Meinung korrigieren, dass Porsche keine SUVs gab. Da kann das Ding wirklich fahren wie ein reinen Sportwagen. Oh, ich meine, wer nimmt da denn noch den Lift, bitte? Ja, dann. Sag mal, Meister, gibt's denn hier keinen Lift? Voll. Niki ist voll in seinem Element. Dass das hier nicht sein Auto ist, hat er komplett vergessen. Leck mich fett. Was sagt die Zeit? Geil. Was sagt die Zeit? Leck mich fett. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich ist jetzt nicht. Ist das geil? 2:39. Yes! Oh mein Gott. 2:39. Ihr wollt mich verarschen. Zur Erinnerung, der Porsche hat 40 PS mehr als der Range Rover und 125 Newtonmeter mehr Drehmoment. 6 Sekunden haben wir dem Kollegen Range Rover gegeben. Und jetzt gucken wir einmal die Bremsen an. Niki Schelle fährt bergauf. Und die Bremsen werden leicht warm. Sogar die Keramik. Es ist das Beste, es gibt nichts Besseres. Wenn ich mit verbundenen Augen drin gesessen hätte, ne, hätte ich gesagt, ich sitze im normalen 911er, Turbo. Ja, es ist Wahnsinn, wie die Porsche-Leute das schaffen, so einem riesen Koffer von 2,3 Tonnen so eine Fahrdynamik anzuerziehen. Das ESP ist ja deaktivierbar, man kann so wirklich sliden lassen über alle vier und man kann wirklich sehr zügig, wenn es so ein bisschen welliger ist oder sowas, da fahrt man durch, das Ding macht keine großen Bewegungen. Es ist wirklich Wahnsinn, also von dem her ergibt da so viel Selbstvertrauen, weil man einfach weiß, der kann was und da kann man halt reinhalten, Wahnsinn. Zuletzt geht Niki mit seinem X6M an den Start. Wird das Team Bayern den Sieg auf der Bergstrecke holen? Also wenn man jetzt ja schon mal anschaut, den X6M, es schaut nicht nur sportlich aus, ich denke ja vom Fahrverhalten her. Auf der Autobahn, wenn man so ein bisschen so die Wankneigung so alles ein bisschen ausprobiert hat, ist alles super top und ich denke wirklich mit dem hier ganz weit vorne. Wird der BMW die Zeit des Cayenne Turbo S schlagen? Alles ausgeschaltet? Ja. Auf die Plätze, fertig, los! Machst du schon mal ein Rückchen, oder? Boah, also losgehen tut er auch. Der riecht sich schon aus. Alter, Mann, jetzt fängt das schon wieder an. Ey. Ah ja,
der lässt auch was hier hinten raus. Ja. Und zack, nix da rein. Kann man so spät bremsen, Niki? Ja, ist dann schon im ABS-Bereich. Das ist schon mal nicht schlecht. Matthias, das fühlt sich verdammt schnell an. Da hinten fühlt sich das immer schneller an. Da ist der Porsche viel sauberer rausgekommen aus der Ecke. Da, viel sauberer. Da hat das Rad leicht Luft und da haben wir schon. Es fühlt sich nicht ganz so harmonisch an wie beim Porsche. Ja, es ist wesentlich härterer Kampf, das Ganze. Fixer, er fordert dann viel mehr. Ich habe das Gefühl, du gibst auch mehr Gas. Nein, das muss gar nicht sein. Das Gefühl habe ich aber auch. Das glaube ich nicht. Sag, boah, das war jetzt aber ein Kampf. Sag. In 2 Minuten 39 hat Niki den Porsche den Berg hinaufgeprügelt. War das jetzt noch schneller? Der spinnt. Der Schelle spinnt. Wie war das mit Porsche? 2:38:23. Puh, das war jetzt aber knapp. Aber er fährt sich ganz anders da. Unglaublich. Wesentlich mehr kämpfen müssen, aber eben schneller. Das hat sich echt brutal angefühlt. Also im Vergleich, das Ding. Wir sind hier exakt 0,8 Zehntel jetzt schneller gefahren mit dem BMW als mit dem Porsche. Ich glaube, das liegt dermaßen in dem Bereich auf diese lange Konstanz, wo man halt ein bisschen zu spät drauf drückt, ein bisschen zu früh. Also ich würde sie gleich aufsehen. Ja? Ich bin aber ehrlich gesagt überrascht von dem Range Rover, weil auf 3 Minuten nur 6 Sekunden zu verlieren, das ist richtig gut. Er hat 40 PS weniger, er ist irgendwie, wirkt er größer und behäbiger. Mhm. Aber er ist trotzdem sauber gefahren, auch wenn das ESP geregelt hat. Das war flüssig. Das ist halt ein Gentleman-Auto, ne? Nicht ja, so eine brachiale Sportnummer. Kann man wirklich so sagen. Nach 3 Disziplinen liegt der Porsche im Kampf um die Krone der Power-SUVs vorne. Kann der BMW noch gleichziehen? Es entscheidet sich an diesem Steilhang, einer schwarzen Skipiste. Nun wird sich zeigen, welches Auto wahre Offroad-Qualitäten besitzt. Jungs, wir sind ja hier im Skigebiet. Der Lift fällt für uns aus, also bleibt ja nur Allrad, ne? Ja. Aber wenn ich mir das angucke mit der Steigung. Was sagt ihr? Ist, glaube ich, nicht ganz ungefährlich. Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob der Lenny jetzt seine Stärken ausspielen kann. Genau. Ich habe ein paar Fahrwerkseinstellungen, die sollten das eigentlich möglich machen. Ja, das habe ich auch. Ja, gut, ich nicht ganz so viel, aber ganz genau wie immer ich. Vollgas durch. Na, fang ich doch fach's. Du an. Genau. Los. Dieser Worst Case, dass du dich überschlägst, ist real. Also dieser zweite Steilhang, der ist so steil, wenn du da seitlich drin stehst, und dann kommst du irgendwo an einen Punkt, wo die Piste ein bisschen härter ist und du bist im Rutschen, dann überschlägst du dich, dann hakst du dich ein und du überschlägst dich. Das ist tatsächlich die Gefahr, die hier besteht. Ich bin mir sicher, also vom Fernsehen werdet ihr das nicht so sehen, wie steil das wirklich ist. Also das ist auch beim Skirennen, man merkt es nicht. Aber wenn man mit dem Auto hochfahren soll, ist wirklich brutal steil. Ich probiere mein Bestes. Let's go. Niki in bewährter Schelle-Manier, auch am Hang, Bleifuß. Ey, da gibt er gleich richtig Gas. Alter, wie der da hochfährt. Da hebt man ja ab. Wow, das ist ja eher steil. Niki, du wirst doch keine Angst haben. Also ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Ich will ja nichts kaputt machen. Der zweite Steilhang scheint unbezwingbar. Nikis Terrain und auch das des X6M ist eben die Straße. Das ist hier irgendwie nicht meine Welt. Ich glaube, ich drehe hier um. Jetzt dreht er um. Ja, jetzt hat ihn der Mut verlassen. Oh, 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 das heißt schon was. Ja, aber da wird es so steil. Da, wo der rote Zaun ist, da ist es so mega steil. Ich stelle mal ein Hütchen hin. Okay, Markierung hat er gesetzt. Ja. Willst du als Nächster? Ja. Na, dann los. Aha. Das sah einfach aus. Aber der Niki ist auch ein Rallye-Fahrer, ne? Helge ist sicher. Jetzt kommt der große Auftritt seines Range Rover. Helge, soweit? Wirklich Wahnsinn. Es ist mega geil, macht riesen Spaß. Aufpassen nur bei der ersten Kuppe echt nicht voll drüber. Du als alter Flugkönig, ehrlich, bitte, mach's normal. Deswegen hast du auch gebremst, ja, damit schon. Du mich abhebst. Na, du musst dir das vorstellen, 2,3 Tonnen. Wenn da die Schnauze voll einsticht oder sowas, dann hängt vorne alles weg. Trotz dieser Warnung, Helge will unbedingt bis ganz nach oben. Und das funktioniert nur mit Schwung, also Vollgas geben. Oh Gott, was ist das hier?
Dank Differentialsperre und ausgeklügeltem Allradantrieb schafft der Range Rover Sport die erste Kuppe völlig ohne Probleme. Und Helge gibt weiter Gas. Oh, ja, ich werde das einfach mal ganz souverän lösen, so Gentleman-mäßig hier mit meinem Engländer. Oh, komm schon, Baby, komm schon, Baby. Ja, na bitte. Ja, da kann ich doch mit einer Hand am Lenkrad sitzen. So gut regelt die Kiste das. Helge verschwindet sogar außerhalb der Reichweite unserer Kamera. Niki, ja? Das war ein typischer Helge, würde ich sagen. Genau. Ja? Ja, ich hab's geschafft. Das ist hier Hillclimbing vom Feinsten. Er ist jetzt komplett hochgefahren. Anscheinend, ja. Man kann schon gar nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Helge fährt immer noch. Ja. Wir gehen in die Hütte. Ja. Nee, jetzt fahre ich da auch ganz hoch. Das kann Matthias nicht auf sich sitzen lassen. Er aktiviert sämtliche Geländefahrhilfen des Cayenne und stellt das Fahrwerk hoch. Jetzt liegt die Latte natürlich ganz oben. Ja? Das Problem bei mir ist jetzt, dass schon viel Sonne im Hang ist. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie weicher geworden ist. Alter, mein Puls schlägt, das ist unfassbar. Ja, wenn der Helge das kann, dann kann ich das auch. Matthias, die Frage ist doch eher, wenn der Range Rover das kann, kann das der Porsche Cayenne auch? Alter Scheiße, ist das steil. Alter Scheiße, ist das steil. Wird Matthias den zweiten, extrem schwierigen Steilhang hinaufkommen? Oder gibt er wie Niki frühzeitig auf? Easy, das könnte noch viel steiler sein. Das könnte noch viel steiler sein. Tatsächlich, Matthias schafft es ebenso weit wie Helge. Yes! Das hätte ich, also, wenn du da unten stehst, das denkst du einfach nicht. Du denkst nicht, dass ein Auto da hochfahren kann. Alter, ist das heftig. Oh. Hammer. Ja. Ey, das ist so steil hier. Schweineglatt. Du glaubst einfach nicht, dass ein Auto da hochfahren kann. Ja, das ist unglaublich. Eigentlich, ne, Niki, muss man einfach sagen, du hast dir da eingeschissen, du hast dich nicht getraut. Genau, das hätte jetzt auf jeden Fall sein. Also, das Auto ist nicht war der auf X6. Jeden Fall nicht die schwächste Komponente. Ja, ja. Ausnahmsweise ist der Schelle mal der Schwächling gewesen. Der König der Power-SUVs steht fest. Den zweiten Platz teilen sich der Range Rover und der BMW. Der Range punktet im Gelände und mit seinem Preis. Er ist mit Abstand der günstigste im Trio. Der BMW X6 M hat beim Kofferraumvolumen und im Gelände kleine Schwächen. Doch auf Autobahn und Passstraße ist er eine Wucht. Auf Platz 1 der Porsche Cayenne Turbo S. Nur beim Preis schießt er den Vogel ab. Er kostet in der Basisversion 150.000 Euro. Ja, was soll ich sagen, ne? So sehen Sieger aus. Die Jungs haben verloren, müssen jetzt ein bisschen putzen, ne? Sag mal, kann mir mal einer einen Kaffee bringen? Ja, selbstverständlich. Ja, macht nichts, wenn's schnell geht. Na ja, Niki, wer wird denn da nicht gönnen können? Die nächste Challenge gegen Matthias kommt bestimmt.